Das ist jetzt unser nächstes Video zum BMW M30 Sechszylinder Special. Wir haben ja im vorigen Video die Kupplung gewechselt und das Getriebe ausgebaut dafür. Jetzt geht es eben weiter hier mit dem Motor. Das Wechseln der Pleuellager steht jetzt an. Dazu haben wir jetzt hier auch wieder die Brücke angesetzt am Kotflügelkanten außen. Aufgehängt ist die Brücke hier an dieser Öse, wo man den Motor auch rausziehen kann. Jetzt müsste man es auch erkennen können. Ja, jetzt hier sieht man es an dieser Öse hier. Die ist direkt über dem Thermostat auf der Seite. Und sobald wir dann unten die Vorderachse ablassen, haben wir dann natürlich auch die Gewähr, dass der Motor nicht runterrutschen kann. Also hier einfach schon ein bisschen auf Vorspannung gehen mit der Gewindestange hier, dass der Motor schon ein bisschen ganz leicht angezogen ist. Und somit können wir dann auch die Vorderachse komplett absenken und die Ölwanne schön rausnehmen. Den Unterschutz haben wir jetzt schon abgebaut und auch das Motoröl hier an der Ablassschraube ablaufen lassen. Und wie man jetzt sieht, das sieht jetzt ein klein wenig anders aus als beim sehr mäßigen M30 Sechszylinder. Wir haben hier ein Rohr von dem Ladeluftkühler zu den Turboladern. Das fällt also auch wieder alles weg bei normalen, serienmäßigen M30 Fahrzeugen. Das erschwert ein klein wenig den Zugang hier zu der Verstelleinheit vom Klimakompressor, was den Riemen angeht. Aber wie gesagt, das ist jetzt wieder nur ein Sonderfall bei diesem speziellen Fahrzeug. Da hat man beim normalen M30 weniger Arbeit. Und was wir jetzt als allererstes machen, wir müssen alles an der Ölwanne abbauen, was uns stören könnte. Dazu gehört einmal hier diese spezielle Vorrichtung von der Klimaanlage zur Ölwanne rüber. Und auf der anderen Seite haben wir hier von der Servolenkung diese Halterung, die uns stört. Die ist auch direkt an der Ölwanne angeschraubt, nämlich hier an diesem Punkt. Das müssen wir also auch abbauen. Und wir fangen jetzt drüben an der Klimaanlage, am Klimakompressor. Dazu haben wir jetzt den etwas schwerer zugänglichen Punkt hier hinten an der Verstelleinheit. Damit können wir mit einem Schlüsselweiter 13er Werkzeug von hinten die Mutter ein bisschen lösen. Da kann man einfach hier von der Seite reingehen. Wie gesagt, hier haben wir ein bisschen schweren Zugang, dadurch, dass wir dieses Ladeluftrohr hier vorne drin sitzen haben. Und sobald die ein bisschen gelockert ist, sieht man auch vorne, dreht sich auch schon das Zahnrad zur Verstellung ein bisschen mit. Das dürfte schon reichen, sobald die Spiel hat, passt es. Und dann haben wir noch hier vorne diese Schraube, eine lange Schlüsselweite 13er Schraube, die wir auch einfach nur am Anfang ein bisschen lockern müssen. Da muss man aber auf der anderen Seite auch ein bisschen gegenhalten. Nämlich hier hinten im Bereich unterhalb dieses Schlauches, kann man ja auch sehen, ja genau, da einfach ein bisschen gegenhalten. Die können wir auch in dem Fall jetzt schon komplett rausdrehen, weil es geht ja genau um dieses Blech. Und man hätte jetzt auch die Möglichkeit, den Riemen auch schon komplett zu entspannen. Wenn man ein bisschen dran zieht, würde dann der Riemen sich auch schon abnehmen lassen. Brauchen wir aber in dem Fall jetzt gar nicht. Es geht jetzt wirklich nur um dieses eine Blech hier, was wir jetzt momentan abbauen. Genau, da können wir die Schraube auch komplett rausziehen. Und dann haben wir noch hier mittig drin eine Schraube. Die ist dann auch wieder gegengehalten hier oben durch eine Mutter. Man sieht sie auch hier jetzt recht schön. Die werden wir jetzt auch gleich ausbauen und schon haben wir das Blech seitlich komplett draußen. Und das gleiche Spiel machen wir jetzt im Endeffekt noch mit dieser Halterung. Dazu lösen wir hinten diese Mutter hier auf der Seite, auch wieder Schlüsselweite 13. Und dann haben wir noch die Schraube direkt an der Ölwanne dran. Die befindet sich hier hinter diesen mit der Leitung von der Servolenkung. Da können wir beide schon mal lockern und dann können wir diesen Hebel auch, also diese Spanneinheit komplett abbauen. Gut, wir bauen jetzt also auch hier die Verstelleinheit komplett raus. Dazu vorne mit einem Schlüsselweite 19 gegenhalten, hinten Schlüsselweite 13 die Mutter rausdrehen. Und was wir dann auch noch gleich hier vorne recht gut sehen können, was immer Problem ist bei diesen Modellen, hier die Verstelleinheit selber, wenn die ein paar Mal gelöst worden ist und wieder aufgemacht worden ist, verliert die komplett die Zähne. Und zwar, dann hat man ein Problem, dann die ganze Sache nämlich wieder zu spannen. Also am besten gleich hier solche Sachen immer gleich austauschen. Sonst muss man immer mit Druck, mit langen Hebeln nachhelfen, damit das Ganze in sich wieder zusammengespreizt wird beim Festziehen. Also da kann man immer davon ausgehen, dass diese Verstelleinheiten kaputt sind nach einiger Zeit. Und jetzt können wir auch die darüberliegende lange Schraube rausdrehen, auch wieder Schlüsselweite 13. Und dann ist auch schon diese Verstelleinheit komplett weg von der Ölwanne. Das ist eigentlich eines der wenigen Teile, die uns wirklich hier vorne stören. Die Riemen kann man, also zumindest den linken Riemen von der Klimakompressor kann man so drauf lassen, das stört uns nicht. Den rechten, jetzt von uns aus gesehen rechts,
von der Servolenkung werden wir jetzt gleich aus komplett raushebeln. Genau, jetzt haben wir die Verstärker halt schon draußen. Passt. Dankeschön. Und jetzt haben wir hier auch ganz gut die Möglichkeit, an die Schrauben hier unten ranzukommen, die vorher noch ein bisschen verdeckt waren. An der Ölwanne nämlich genau hier oben drüber. Da kommt man nämlich erst jetzt gut hin. Und sobald der Riemen jetzt auch unten ist, können wir auch die Servolenkung komplett ein bisschen wegheben vom Motor und können besser an die Ölwanne ran. Um den Riemen jetzt leichter abnehmen zu können, machen wir auch noch die obere Schraube hier ein bisschen locker zumindest, dass man dann die Flügelpumpe leichter hin und her schieben kann. Dazu einfach hier ein paar Umdrehungen aufmachen, bis man merkt, dass es leichtgängiger wird. Die wird auch gegengehalten. Jetzt geht sie eh schon leicht, das ja. Reicht. Und jetzt so, jetzt mit rüberdrücken von der ganzen Pumpe ein bisschen nach innen die Spannung rausnehmen und dann versuchen, den Riemen herauszufädeln. Genau, das passt. Und jetzt kann man auch die Flügelpumpe weit genug rüberdrücken, weg vom Motor. Man sieht, das ist schön beweglich alles. Sollte eigentlich beim Ausbauen der Ölpumpe auch reichen. Und wie gesagt, hier oben die Schrauben, die wir vorher nicht gesehen haben, sind jetzt auch super zugänglich. Und damit kann man eigentlich die Ölpumpe auch komplett von allen Schrauben befreien. Wir haben hintenrum schon mal angefangen, alles weggemacht, was zugänglich ist. Und jetzt kommt dann der Rest dran und dann kommt die Vorderachse eben hier an den Punkten, wo wir hier haben auf der Seite. Das sind jeweils drei Stück. Eine ist dahinter noch. Ja, hier sieht man die dritte. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Die werden herausgedreht und dann kann man die Achse ein klein wenig herunternehmen. Auf der linken Seite haben wir das Lenkgetriebe. Das sieht man hier jetzt ganz schön. Und dadurch, dass die Vorderachse dann runterkommt und das Lenkgetriebe direkt auf der Vorderachse montiert ist, werden wir jetzt hier oben die Lenkung, die Lenkspindel lösen vom Lenkgetriebe. Dazu wird auf der einen Seite die Mutter gegengehalten, auch wieder Schlüsselweite 13 und dann kann man die Schraube hier komplett herausdrehen. So, schon die Schraube komplett rausgeht. Jawohl, kommt schon. Ganz wichtig ist auch hier wieder neue selbstsichernde Muttern verwenden und nicht die Altteile verwenden. Am besten immer beides austauschen, Schraube und Mutter. Der Ölniveausensor hat hier ein Kabel, das an der Seite am Motorträger entlang eingeklipst ist und natürlich hier oben die Steckverbindung auch noch vorhanden ist. Das werden wir jetzt als allererstes mal voneinander trennen, da einfach von oben her das Gegenstück suchen und mit einer kleinen Klammer ist das Ganze zusammen gesichert. Dann dieses Ding abziehen, genau, dann können wir es rausnehmen. Und jetzt haben wir nur noch hier drüben, ich schaue mal, ob ich das irgendwo sehen kann. Ja, doch, hier kann man es einigermaßen erkennen. Hier ist es noch am Träger vom Motor eingeklippt an eine Metallklammer. Dann auch einfach wieder das Kabel rausziehen, weil wir nehmen dann die ganze Ölwanne in einem Stück raus und dazu würde dieses Kabel jetzt also direkt am Motorträger hängen bleiben. Genau, sobald es ausgehängt ist, können wir dann auch hier die Motorlager voneinander lösen von der Vorderachsträger, nämlich einmal hier und auf der anderen Seite. Da ist das zweite Lager, gut zugänglich. Ja, und dann werden wir gleich sehen, ob wir dann nicht sogar schon die Achse ein Stück herunterlassen können. Lenkung, wie gesagt, ist schon mal befreit und jetzt machen wir erstmal die beiden Lager auf. Fahrtrichtung rechts haben wir jetzt noch ein Wärmeschutzblech. Das ist am Rahmen hier vorne festgemacht mit zwei Schlüsselweite 10er Schrauben. Die drehen wir jetzt auch raus. Der Rest, so wie es aussieht, ist an der Vorderachse selber festgemacht von dem Blech. Das bleibt dann an der Vorderachse auch dran. Da werden wir nichts mehr machen müssen. Ja, und jetzt fangen wir an mit dem Ausbau der vorderen Schrauben vom Vorderachsträger. Und jeweils drei Stück, wie gesagt. Und schau mal, dass wir die Achse langsam runterlassen. Dazu werden wir hier an Vorderachsträger natürlich noch wieder ein Getriebeheber unterstellen, damit die Achse schön langsam abgesetzt werden kann. Die Ölwanne haben wir jetzt schon ein Stück herausbekommen. Man sieht, es bleibt jetzt noch hier in diesem Blech ein bisschen hängen. Dazu kann man jetzt aber einfach die eine Hand die Achse ein bisschen runterziehen und dann schön vorsichtig die Ölwanne rausziehen. Ich könnte jetzt noch hinten ein bisschen
an der Ecke hängen bleiben. Und ein bisschen hin und her gefedert, bekommt man das Teil dann schon raus. Genau, ich tue die Achse ein bisschen hinterdrücken. So, das haben wir schon. Schon draußen. So, jetzt haben wir unser Teil in der Hand hier. So sieht das gute Ding hier aus. Das ist ein ganz normales Serienteil, also bei unserem Alpina Biturbo jetzt auch. Und was natürlich jetzt viel wichtiger ist, wir haben jetzt hier schon Platz, uns die Pleuellager schon anzuschauen. Auf jeden Fall muss die Ölpumpe auch noch raus, weil man am ersten Zylinder nämlich nicht hinkommt, um die ersten Zylinder, die Pleuel, auszubauen. Aber die anderen kommt man eigentlich überall schön hin, wie man sieht. Ja, jetzt sieht man auch im Licht ein bisschen besser. Und Ölmessstab hängt ja noch drin, den werden wir noch gleich rausziehen, der stört uns noch ein bisschen. Und als erstes machen wir die Ölpumpe raus. Das sind insgesamt auch wieder drei Schrauben. Zwei hier oben und dann die hier unten drunter. Und natürlich hier vorne unser Kettenrad muss man noch abnehmen. Und schon ist die Ölpumpe draußen. Sonst ist da keine weitere Leitung oder irgendwas Gestänge verbaut. Das ist gleich erledigt. Zum Abbauen des Kettenrades von der Ölpumpe halten wir jetzt oben die Kurbelwelle hier gegen mit einer 36er Nuss. Und jetzt können wir direkt an der Ölpumpe hier die Mutter aufmachen. Genau, die geht dann recht schön auf, sonst würde sich der Motor eventuell mal mitdrehen. Und dann kann man die Mutter jetzt auch einfach runterdrehen hier. Ist da eine Beilagscheibe drauf? Ich glaube nicht. Nein, ich sehe keine. Okay, dann probier mal, ob du das Kettenrad jetzt schon ein bisschen lockern kannst. Ja, ja, kommt schon. Gut, und einfach so hängen lassen. Du kannst das Kettenrad auch gleich rausnehmen, wenn es geht. Da oben ist eben der Spanner. Der stört dich, glaube ich, aber nicht, gell? Nein. Nicht. Okay, Kettenrad hast du in der Hand. Ja, passt auf, wie du es in der Hand hältst. Du baust auch wieder rum ein. Da vorne sieht man nämlich den Abdruck von der Mutter. Auf der anderen Seite, drehst du mal rum. Danke. Ist aber genauso zu sehen. Also ich würde es aber genau wieder so einbauen, wie du es jetzt gehabt hast. Einfach wegen der Abnutzung von den Zähnen. Mhm. Also legst es so hin, dass die Oberseite sozusagen dich anschaut. Dann weißt du, wie es wieder reingehört. Genau. So, jetzt haben wir die Ölpumpe nur noch da. Die Kette ist schon auf der Seite dran liegend an der Ölpumpe. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch die drei Schrauben da. Da ist eine unten und zwei sind oben nebeneinander liegend. Genau, einfach mal ein bisschen alle lockern. Genau, und noch die letzte. Genau, dann kannst du schon mal zwei rausdrehen. Eine lassen wir erstmal drin. Und die machen wir dann ganz am Schluss raus, wenn dann alle anderen draußen sind, dass die Ölpumpe nicht runterfallen kann. Also wir werden die Ölpumpe auf jeden Fall erneuern. Würde ich auch jedem empfehlen. So viel kostet die bei dem Auto jetzt auch wieder nicht. Aber dadurch, dass wir eh schon relativ wenig Öldruck gehabt haben, ist ein Teil natürlich die Pleuellager, die sich abnutzen, dass der Öldruck etwas geringer wird. Und der andere Teil kann es ja eventuell sogar auch an der Abnutzung von der Ölpumpe liegen. So, jetzt tun wir noch die vordere, letzte raus. Da sind noch Beilagscheiben drauf, sehe ich. Ja, ja, die auch wieder aufpassen. Wieder. Das sind auch unterschiedlich lang, die Schrauben. Ja. So, und jetzt aufpassen, ein bisschen Bewegung reinbringen in die Ölpumpe. Die hat wieder so Passhülsen. Ja, jetzt kommt sie schon langsam. Und da haben wir das Teil auch schon. Gut, die auf die Seite legen, genau. Und jetzt ist eigentlich alles gut zugänglich, wie man jetzt auch schon vorne sehen kann. Alle Zylinder sind von unten her zugänglich. Man kann alle Schrauben öffnen. Und ich glaube, wir fangen am besten hinten an und arbeiten uns dann vom sechsten zum ersten Zylinder hin vor. Am fünften Zylinder kann man jetzt wieder das Ausbauen des unteren Teils des Pleuels filmen. Den sechsten haben wir bereits schon komplett erledigt. Da sind schon die Lager ausgetauscht und man beginnt jetzt einfach mit dem Abmontieren der Muttern vom Pleuel. Das ist Schlüsselweite 14. Die werden wir ein klein wenig runterdrehen. Sobald die locker ist, kann man die eigentlich mit der Hand eigentlich auch schon relativ leicht. Ja, geht sogar ganz einfach zum Runterdrehen, die Muttern. Und sobald die Muttern ein bisschen unten sind, werden wir ein paar ganz leichte Schläge auf den unteren Pleuel mit einem ganz kleinen Hammer drauf machen, dass sich der Pleuel unten schon vorher schon mal löst von der Kurbelwelle. So, das dürfte schon reichen. Genau, ist schon unten. Das reicht ganz leicht nur, sodass ein bisschen der Pleuel Spiel unten bekommt.
Und jetzt ganz wichtig, das Unterteil vom Pleuel schön festhalten. Die Nut dann einfach abnehmen. Und immer darauf achten, dass das Unterteil vom Pleuel nicht runterfallen kann. Das müssen wir wiederverwenden. Jetzt ist das Unterteil zum Herausnehmen. Genau, da haben wir es jetzt in der Hand. Dann schauen wir uns gleich die Lage an. So sieht jetzt der obere Pleuel aus, der was noch oben auf der Kuppelwelle ja, montiert ist, eigentlich nur noch lose drauf hängt. Und jetzt können wir die Kuppelwelle ein klein wenig nach unten drehen, sozusagen auf die unterste Position. Und dann können wir auch das Oberteil vom Pleuel nach oben rausziehen und das Lager entnehmen. Die Kuppelwelle ist jetzt ganz unten. Wir haben den Pleuel jetzt schon mal ziemlich weit hochgeschoben. Jetzt kann ich hier hinten an der Kuppelwelle direkt mit meinem Werkzeug die Kuppelwelle verdrehen. In dem Fall ziehe ich jetzt die Kuppelwelle nach oben, weg vom Pleuel, sodass ich da mehr Platz habe zum Arbeiten. Das dürfte passen. Und jetzt können wir, da gehe ich von der anderen Seite hin, dass man das mitfilmen kann, den Pleuel einfach ein bisschen runterziehen. Ich glaube, da kann man jetzt irgendwie durchschauen hier. So geht es schon. Genau, ein bisschen runterziehen, nicht allzu weit, so dass man daran arbeiten kann. An den Gewinden, man sieht, da kommt er schon. Noch ein Stückchen weiter runter, dass wir besser Platz haben. Einfach von oben her ein bisschen gegengreifen und am Pleuel einfach am Schaft runterziehen. Und jetzt können wir das Oberlager herausnehmen. Dazu ein bisschen auf der Seite ein bisschen drücken und sobald man ein bisschen eine Kante hat, einfach mit Schraubenzieher, sieht man, kommt das Teil schon entgegen. Und man kann jetzt dann alles schön sauber machen. Vorher erstmal die Kuppelwelle hier oben, dann zapfen, das alles schön sauber machen. Und dann natürlich hier auch den Pleuel. Ein bisschen schlecht zum Filmen wieder. Warte mal, ich sehe es jetzt hier gerade erst wieder. Ja, genau, da sieht man es. Dann den Pleuel hier, das Oberteil schön alles sauber machen, vom Öl befreien, neues Lager einlegen. Und dann wird der Pleuel von oben wieder montiert. Auf den Zapfen drauf. Und man kann das Unterteil auch wieder aufbauen. Das obere Pleuellager können wir jetzt einsetzen in den Pleuel wieder. Dazu haben wir den Pleuel innen komplett vom Öl befreit, also sauber gemacht. Und jetzt wieder ganz wichtig, die Nut in die Nut einsetzen vom Pleuel. Das können wir dann an der Unterseite nochmal schöner zeigen, wie das aussieht. Und dann das Lager schön gleichmäßig reindrücken, dass es in den Pleuel schön reinrutscht. Und so ausrichten, dass beide Enden vom Lager bündig abschließen mit den Enden vom Pleuel oben. So, ja, jetzt sieht man schon was, wie es drin ist. Genau, das sieht man jetzt. Ich gehe mal mit dem Zoom ein bisschen hin. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Man kann es dann noch genauer ausrichten, mit den Fingern erfüllen, ob es genau passt und dementsprechend nach rechts oder links noch ein bisschen hin und her schieben, wenn es nicht ganz bündig ist. Und das gleiche zeigen wir jetzt auch an der Unterseite, da kann man es besser sehen, wie das Lager eingeschoben wird in das Unterteil vom Pleuel. Das sind jetzt unsere neuen Lager. Wie man sieht, auf der einen Seite links ist eine blaue Markierung, auf der rechten Seite ist eine rote. Die Teilnummern sieht man dahinter. Die 551 kommt oben in den Pleuel rein, die 550 kommt unten, nämlich genau, wie wir es jetzt hier auch gleich sehen, in das Unterteil vom Pleuel rein. Und wir machen auf jeden Fall auch hier noch die Muttern neu. Die werden auch ausgetauscht. Und jetzt setzen wir einfach mal das neue Lager ins komplett gereinigte Unterteil vom Pleuel ein. Das heißt, wir haben die Fläche vorher schon vom Öl befreit. Genau, und jetzt sieht man eben hier unten diese kleine Nase, diese kleine Ausbuchtung. Und da muss das Gegenstück vom Lager eben hier auch wieder rein. Und da können wir dann direkt an der Stelle auch anfangen. Genau, das Ding kommt hier so rein. Und dann von oben her gegendrücken, dass es wieder schön gleichmäßig abschließt. Wie gesagt, einfach ein bisschen hin und her bewegen, bis man merkt, dass es schön auf beiden Seiten bündig ist. Und dann wieder ganz wichtig, Öl wieder rein in die Unterseite. Dabei nicht verkratzen, ganz wichtig, mit dem Finger ein bisschen verteilen. Und dann mit eben den neuen Muttern, die wir hier haben, zwei Stück neue, gleich mal unten am Pleuel über die Kuppelwelle drüber setzen und montieren. So, jetzt am besten von beiden Seiten den Pleuel packen und dann schön vorsichtig über die Gleitstelle von der Kuppelwelle drüber ziehen. Genau, man sieht, liegt auch schon schön an. Das heißt, das Lager liegt jetzt direkt in der Kuppelwelle und jetzt können wir das Unterteil hernehmen und von unten montieren.
Jetzt setzen wir das Unterteil wieder an die Kuppelwelle ran. Dabei wieder ganz wichtig aufpassen, es gibt wieder diese Aussparung, die wir gerade gesehen haben, diese Nut hier, die man jetzt hier auch sieht, genau. Die muss auch wieder Richtung Auspuff zeigen und auch übereinstimmen mit dem Gegenstück von der Oberseite. Da ist nämlich auch eine Nut. Also in dem Fall jetzt so von uns aus gesehen rechts. Dann über die Gewinde drüber schieben. Das ist ein bisschen schwer, dass sich immer leicht verhaken lässt. Und dann, wenn es komplett oben ansitzt, können wir die Muttern draufsetzen und dann wieder festziehen mit einem vorgeschriebenen Drehmoment von 55 Newtonmeter. Noch sitzt es noch nicht ganz an. Wir werden noch ein bisschen nachhelfen, bis es wirklich komplett oben dran sitzt und dann erst die Muttern festziehen. Jetzt liegen die beiden Hälften wieder plan aneinander von den beiden Plollen. Und jetzt können wir die neuen Muttern auch wieder übers Gewinde setzen. Die werden wir erstmal mit der Hand so weit festziehen, wie es geht. Die gehen recht leicht drauf. Und dann werden wir sie mit dem Drehmoment von 55 Newtonmeter festziehen und das Austauschen der Pleuellage ist an der Stelle dann schon beendet. Da kommt es dann gleich zum nächsten und so geht man Schritt für Schritt bis zum ersten Zylinder vor. Jetzt kommen wir mit dem Werkzeug, das ist eine 14er Nuss, an die Mutter ran und ziehen mit 55 Newtonmeter fest. Das war der erste Durchgang. Und ganz wichtig, bei diesem Motor muss man die Schrauben auch nicht erneuern. Das wäre nämlich relativ umständlich. Die sind nämlich von oben her vom Oberteil des Pleuels durchgesteckt und man musste die erst rausklopfen oder mit heiß machen und versuchen rauszubekommen und die dann wieder mit Mühe und Not im eingebauten Zustand, also wenn er im Motor ist, wieder hineinbekommen. Ist relativ schwer, aber dadurch, dass es nur 55 Newtonmeter sind, kann man die Schrauben wieder verwenden. Ist also nicht so wie bei den ganzen hochdrehenden M-Motoren, die über 8000 Umdrehungen drehen. Da ist bei 6400 Umdrehungen Schluss, also der braucht die Schrauben nicht austauschen. Den kann man drin lassen. So sehen jetzt die Lager aus. Das hier vorne ist der erste Zylinder. Der hat mittig ein paar kleine Riefen, sieht man eigentlich. Der hat auch am meisten Abnutzung, was man jetzt so auf den ersten Blick feststellen kann. Die anderen sind alle ungefähr gleich. Aber wie man sieht, ist es jetzt nicht irgendwie, dass da schon komplette Metallteile sich gelöst hätten oder schon komplett abgeschabt wäre. Das ist einfach von der normalen Laufleistung her, dass einfach immer wieder mal hier und da ein paar Abnutzungen zu sehen sind. Gut, dass wir jetzt die getauscht haben. Hier sieht man zum Beispiel, ist wieder recht wenig Abnutzung. Und alles am Schluss, wenn wir dann sehen, ob sich das rentiert hat, wenn die Ölpumpe drin ist, das neue Öl drin ist. Hier haben wir die alten Muttern noch. Und dann kann man gleich sehen, wie viel der Öldruck dann bei warmem Motor beträgt, ob sich die Arbeit auch gelohnt hat. Wir sind jetzt bei unserer Ölpumpe angekommen. Wir haben ja erst gesagt, wir werden die Ölpumpe erneuern. Das haben wir uns aber ganz schnell anders überlegt, nachdem wir geschaut haben, was diese Ölpumpe aktuell kostet. Die liegt nämlich bei knapp über 600 Euro. Daher liegen hier hinten die Einzelteile, die man zum Glück auch noch bei BMW bestellen kann. Wir werden jetzt also daher den Rotor, den äußeren Rotor wechseln, dann den inneren Rotor, die Druckfeder von der Ölpumpe, dann dieses Blech, dieses Distanzblech oder Dichtungsblech und dann eben hier die ganzen Kleinteile und die Schrauben natürlich. Damit spart man sich natürlich jede Menge Geld und man hat die beweglichen Teile trotzdem erneuert. Und ich glaube, alles in allem kommt man dann so oft um die 180 Euro, sowas circa. Und das schauen wir uns gleich mal an, ob das relativ einfach zu machen geht und wie schnell wir dabei fertig werden. Dazu werden jetzt erstmal hier alle Schrauben herausgedreht. Das ist Schlüsselweite 10. 6 Stück müssen sein rundherum. Und dann müsste eigentlich auch schon das ganze Oberteil nach oben herauszunehmen sein. Die letzte Schraube sitzt draußen. Jetzt einfach mal oben das Teil ein bisschen bewegen. Ach, geht ganz einfach. Und dann die Teile einfach auseinandernehmen. Das ist jetzt das Teil, was unwichtiger ist, das, was wir in der Hand halten. Und da ist jetzt eigentlich darum, was wir jetzt gerade machen, was wir brauchen. Genau, da ist jetzt das Blech hier noch. Haben wir schon auf der Seite. Und uns geht es jetzt im Endeffekt hier um diese beweglichen Teile. Die können wir natürlich ganz einfach rausnehmen, das Innenteil. Schauen wir mal, ob du es rausziehen kannst. Mhm. Oder ob das, ne, von der anderen Seite ist wahrscheinlich noch mit dem Sicherungsteil. Ah, ne, geht sogar. Den Sicherungsteil, der ist schon draußen, genau. Und jetzt haben wir noch den Rotor hier in der Mitte drin.
Genau, das sind unsere Teile. Jetzt machen wir alles ein bisschen sauber noch und schauen, ob da irgendwas Verschleiß oder irgendwas feststellbar ist. Und wenn alles passt, bauen wir die ganze Sache zusammen und dann kommen eigentlich nur noch die Druckfeder, die wir uns tauschen, und die Ölpumpe ist schon wieder fertig überholt. Wir haben jetzt die Laufflächen ein klein wenig vom Dreck befreit und ein klein wenig poliert auch, dass alles wieder schön gangbar ist, wenn die neuen Teile reinkommen. Und jetzt das Ganze natürlich gründlich einölen und den äußeren Rotor jetzt einfach draufsetzen. Den auch rundherum schön einölen, ganz wichtig bei der Ölpumpe, darf man Öl nie sparen. Einfach mal schauen, wie er sich bewegt, ob da nicht irgendwelche Geräusche sind von Kratzen oder so. Das passt alles. Und jetzt noch den inneren Rotor. Wieder viel Öl drauf. Wenn da was rauskommt. Ja, wenn da rauskommt, das ein bisschen was haben wir noch drin. Sonst müssen wir nochmal nachfüllen, gell? Ja. So, und jetzt einfach den hier wieder rein. Genau, und dann das Ganze noch ein bisschen bewegen. Das passt schon mal. Da kannst du jetzt ruhig nochmal, wenn wir kein Öl haben, hier nochmal komplett auffüllen. Wenn nichts mehr da ist, tun wir noch ein bisschen nachfüllen. Ah doch, kommt noch was raus. Genau, damit sich das schön verteilen kann überall. So, das passt. Jetzt die Metallscheibe wieder drüber setzen. Und dann die Ölpumpe, das Ansaugteil sozusagen, so ausrichten, dass die Löcher übereinander liegen und dann einfach mit den neuen Schrauben wieder zusammenziehen. Sind auch Beilagscheiben, glaube ich, schon mit drin. Ja, genau. Sind eins, genau, sind komplett schon fertig montiert. Mal noch was draufsetzen. Und damit ist das schon erledigt. Und dann haben wir noch die Druckfeder und den Kolben, was wir noch austauschen. Unsere Teilchen haben wir jetzt schon ausgebaut. Das ist jetzt das Teil, was am hintersten liegt. Das ist der Kolben. Den tun wir jetzt wieder schön einölen und dann in die Öffnung reinstecken. Dann kommt als nächstes die Druckfeder, die haben wir auch erneuert. Kommt mittig hinein in den Kolben. So, als nächstes kommt dann das Plättchen, gell? Das muss man aufpassen, richtig rum einbauen. Also dass sozusagen das Oberteil des Hütchens, der Spitz sozusagen nach innen schaut in die Ölpumpe hinein. Genau, so flach. Jetzt hat er sich genau rumgedreht. Haben wir den Magneten raus, da. Ja. Kann man nochmal herausziehen. Genau. Und jetzt nochmal, dass ich die so rein, dass er sich. Ja, jetzt hält er, genau. Jetzt ist er gut drin. Und als letztes kommt eigentlich dann nur noch dieser kleine Sicherungsring drüber. Den kann man hier mit einem Spezialwerkzeug, mit einer kleinen Zange zusammendrücken und dann spreizt er sich sozusagen wieder rein und hält die ganze Geschichte wieder fest. Um ganz sicher zu sein, dass der Sicherungsring ganz unten anliegt, einfach nochmal mit einer kleinen Nuss nachdrücken und schauen, ob dieser kleine Sicherungsring überall schön unten in die Nut eingerutscht ist. Und wenn das alles so aussieht wie jetzt hier wieder, das passt, dann kann man eigentlich die Ölpumpe auch schon wieder hernehmen und in den Motor einbauen. Die Ölpumpe ist jetzt wieder am Motorblock befestigt. Dazu noch ein ganz kleiner Hinweis. Und zwar genau hier auf der Höhe, wo der Kettenspanner ist, diese Plastikschiene ist, da hat nämlich die Ölpumpe dieses kleine Distanzblech, das was genau zwischen den Schrauben hier, der ersten Schraube hier oben und der Schraube darunter montiert ist. Das ist einfach dazwischen gelegt. Und da hat dieses Distanzblech hier eine kleine Aussparung und die ist dazu gut, dass hier der Kettenspanner ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit hat. Hinten hat er die Ölpumpe so ein Distanzblech nicht. Und jetzt können wir dann einfach noch das Kettenrad hier drauf setzen. Ganz wichtig eben so, wie es auch vorher gelaufen ist. Also einfach vorher beim Weglegen so hinlegen, dass man es gleich wieder mit einem Handgriff wieder parat hat. Und dann dieses Kettenrad so weit reindrücken, dass die Verzahnung ineinander einrastet. Genau, erst die Kette drüber legen, da muss man ein bisschen gegen den Druck vom Kettenspanner arbeiten, aber das ist nicht so schwer. Und jetzt, ja, mit ein bisschen Bewegung das Kettenrad einspannen. Die Ölwanne ist wieder komplett montiert und wir werden jetzt bloß noch so ein paar Kleinigkeiten austauschen, wie eben schon besprochen. Diese kleinen Einstellmechanismen für den Klimakompressor und auf der anderen Seite für die Flügelpumpe, das werden wir noch austauschen. Dann die Vorderachse natürlich wieder zusammenbauen. Hier haben wir noch die Vorderachs-Gummilager vom Träger. Die werden noch
in die Löcher positioniert, dass es zusammenrutschen kann. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. Da ist die Achse noch ein bisschen weiter weg. Ja, und dann sind wir eigentlich fast fertig. Nicht vergessen, auch hinten auch wieder die Lenkung einhängen. Da muss ich, da sieht man ein bisschen was hier hinten noch. Da sieht man noch was. Ja, hier die Lenkung auch wieder gleichzeitig, während man die Vorderachse rauf tut, wieder hier schön zusammenrutschen lassen und mit der neuen Schraube, neue Mutter zusammenbauen. Und dann natürlich wieder Öl ab einfüllen. Hier nicht vergessen, die Ölablassschraube, neue Dichtung drauf machen, Ölfilter wechseln. Und am Schluss werden wir schauen, was der Öldruck sagt, ob sich die Arbeit am Ende gelohnt hat. Das sehen wir dann beim Warmlaufen des Motors. Der Motor ist jetzt wieder komplett zusammengeschraubt. Auch hier oben wieder Luftfilterkasten, alles eingebaut. Auch unten das Wärmeschutzblech. Und bevor wir jetzt den Motor zum ersten Mal starten, nach dem Wechsel der Bläulager, werden wir erstmal eins machen, den Motor nämlich ohne Zündung und ohne Sprit durchdrehen lassen, damit der Motor erst Öldruck aufbauen kann. Dazu ziehe ich jetzt einfach hier drüben von der Zündspule den Stecker runter, dass die Zündspulen keinen Saft mehr bekommen. Und dann gehe ich auf die andere Seite rüber zum Sicherungskasten. Da haben wir nämlich hier die Sicherung mit der Nummer 23. Da muss ich jetzt schauen, ob ich die hier so rausbekomme. Das ist nämlich die Kraftstoffpumpensicherung. Die ziehe ich jetzt hier raus. Somit bekommt das Auto jetzt also keinen Kraftstoff und auch keinen Zündfunken. Und was wir jetzt machen, ist einfach das sogenannte Cranken. Wir schauen jetzt rein, ob der Öldruck sich aufbaut beim Starten. Nämlich innen drin an der Anzeige. Und sobald das Lämpchen ausgeht, wissen wir, dass der Öldruck passt. Ansonsten warten, bis die Ölpumpe ein bisschen Öl gezogen hat und das Ganze ein paar Mal wiederholen, weil es immer ein Problem war bei den M30-Motoren, wenn die Pumpe länger Zeit draußen war. So, jetzt tun wir einfach starten. Da unten haben wir das Lämpchen. Okay, stopp. Dann sehen wir, das Lämpchen ist noch nicht ausgegangen, hat noch keinen Öldruck. Dann das Ganze nochmal wiederholen. Aber stopp, das reicht. Jetzt erst hat unser Motor genug Öldruck aufgebaut. Das dauert aber, wie gesagt, wenn die längere Zeit die Pumpe ausgebaut war. Und jetzt erst können wir beides wieder anschließen und den Motor dann starten. Zum Abschluss jetzt noch einmal ein kurzer Blick auf die Öldruckanzeige, die wir hier auf der linken Seite haben. Ganz links ist die Öltemperaturanzeige, die liegt jetzt bei 80 Grad. Gleich rechts daneben ist die Öldruckanzeige. Und da hatten wir, wie schon gesagt, bei der gleichen Öltemperatur gerade nur noch 0,8 Bar Öldruck, was natürlich viel zu wenig ist. Wie man sieht, jetzt haben wir zwischen 1,1 und 1,2 Bar. Das heißt, jetzt muss man natürlich die Bläulager wieder schön einfahren und danach nochmal einen Ölwechsel machen. Und der Motor hat jetzt wieder um einiges mehr Öldruck als davor. Und somit ist er eigentlich auch wieder gesund und man kann ihn längere Zeit wieder fahren.